Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich gerade ausgegeben. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Filmsequenz. Ich höre euch auf jeden Fall herzlich willkommen zur heutigen Folge. How nostalgic. We used to drink this after school. I always got Muscat, and you always got Kyoho. Huh. The sweetness of the grape really invigorates a tired body. It was a little treat to myself for working hard. Oh yeah, that stuff was good. It's all coming back to me now. So you remember things too, eh? You have like good memories and all? For most things I sort of have to gather the pieces together or I can't remember. I see. So you are a victim too. In that case, can't you just give up on this planet? Sonic? Are you being serious? Yes. I think it's worth considering. I can't back down. You should know this. My family's destiny. Oh, that stuff again. Just do away with it all. That's not gonna work. Are you backing out on me, Sonic? Er ist bestimmt mega schnell. I will follow your orders. But I do hope that you will back out. The future? Can you see it? I'm not sure. I must go. What's the future like? I will tell you when I get back. Make sure you come back, Sonic Juice. Next time, let's try some peach juice. Ich mache halt einen nach dem anderen von dem fertig. Immer bennt der. Let's go, Gene. Haben wir den nächsten fertig. Wo findet der nächste Kampf denn statt? Direkt hier! Ich werde wieder hochgebeamt von Scotty. Vorher etwas, was ich jetzt schon zwischen den Folgen die ganze Zeit gesehen habe. Während ich so rumgereist bin. Erstens, dass hier ein Stein ist. Den will ich jetzt endlich mal zerkloppen. Und zum anderen... Hallo Skorpion! Der direkt vor meiner Haustür gammelt. Der sieht mir nicht besonders schwarz aus, aber egal. Von den Skorpionen fehlen mir nur noch drei. Die sind wahrscheinlich im letzten Gebiet. So, jetzt machen wir aber den Rangkampf. Beziehungsweise den Bosskampf. Let's go! Jetzt kriege ich wieder einen Anruf. The number 3 ranked assassin is Sonic Juice. Occupation? Demon God. Okay. He is known as Fu's right hand. He is like the Guan Yu to Fu's Liu Bei. Das sagt mir nicht so viel. He is called the Guan Yu of space. Let all your madness out, Travis. Welcome. To the Garden of Insanity. Okay. Ich hab mir schon Nudeln gegönnt. Let's go into the bus. Ich ramm dir mein Schwert durch den Kopf. Daran habe ich sehr viel Spaß. Ah, das ist Sonic Juice gewesen. Er hat diese Rüstung an. This is taking way too long. How long is this guy gonna walk? Yo. Just be patient. Ugh.
It's so damn long. He's probably tired. For reals, this is fucking long. He might be injured. Da hat er recht. Isn't this just a huge waste of time? Just chill, okay? We start getting antsy, we lose. What the fuck is the point of this? He's just fucking with us now, right? Also mit der Schnelligkeit, das nehme ich zurück. Er ist zumindest groß. Und hoffentlich auch stark. Und bitte ein Boss, der mir nicht gemobbt wird. Er kommt mal endlich nah. Ich hätte das auch vorspulen können, ne? Sorry for the wait. I'm fine. But the younger gamers don't like waiting for shit. And that 5 minutes probably caused a lot of them to scrap this game. Really? Ooh. Hey, young gamers, I'm terribly sorry for making you wait. Und die letzte Wand wurde gebrochen. And you've probably gotten cold standing out here. Don't worry about it. I've hated the sea since I was. Aber Nomoyus ist dafür bekannt, die vierte Wand zu brechen. You look like a warrior. So even Earth has some good soldiers too. I'm no fucking soldier. I'm a goddamn killer. Anyone getting in my way gets killed. I'm a passing assassin. Und heute auch ein Superheld. Soldier. No, either way, if you're going to take us down, you must be pretty tough. Fuckhead. This ain't the pub. I didn't come here to shoot the shit with Cole. Wie kommt er da eigentlich rein und raus? After work and go home. We're gonna fight to the death. Then let me ask you this. Why do you want to kill me, If you're gonna fuck up my town, I don't give a shit who you are. You're okay. My enemy, so I gotta kill you. That's all. Das übliche Denken eines Superhelden. I don't agree with Fu. But because this planet is evil, it must be conquered and ruled over. But for some reason, I am unable to find the roots of evil in your people. Also er ist eigentlich nicht böse. I wonder why. I believe you may be a good species after all. Ja, das würde ich jetzt nicht unterscheiden. You've been lucky. You've only seen those of us worth looking at. Even if that were indeed the case, I cannot deny that I am unable to ascertain the point of fighting you. What's he got to say about it? Whom do you mean by he? Ah, you mean this. I got no idea how this works. It is an avatar. A physical and a robot. Ach, jetzt bin ich auf dem im Film Avatar auf von Pandora oder wie der Film nochmal hieß. Namen sind echt nicht so meine Stärke. Also die zu merken. Also ich habe täglich damit zu tun. That is going to be rather difficult. Fu is terrifying. If I were to disobey him, my entire species would be wiped out. This planet, too, was destroyed by Fu. A place as beautiful as this? This world was purged. Its civilizations decimated. Ist eigentlich nicht wirklich böse. I guess that settles it then. We're destined to fight. In that case, let's do it this way. I am no good with action type stuff, so. Let's do this RPG style. Im RPG style? We fight in the genre of our liking, right? Ich kämpfe jetzt RPG-mäßig oder wie? Yourself, buddy. I'm all action or GTFO. Oh, well, now you're trying to push your own preferences on me. Allow me to demonstrate my power. Encounter. Ah, yes, that's nice. This is how we fight. Okay. What the hell? I can't move. What the hell is going on? Mir wird das RPG aufgezwungen. I shouldn't need to explain this to you. My beam katana won't fucking move. Preemptive strike. Legendary water. Shit. We got to attack with command input?
Which is turns attacking. It's an extremely fair way to do battle. Ich finde das gut. Jetzt gebe ich RPG-mäßig. RPG style, huh? It's made me break my damn controller. So ich liebe RPGs eigentlich. Ich weiß nicht, was da zensiert wird. Nope. Even if they I'm not going anywhere near it. Why not? What reason could you have to be so stubborn about it? Because the characters look fucking Muss so viel zensiert werden. Was wird da überhaupt ausgesprochen? You're right. They look so. I had been totally blind to that. I never noticed. You know, but when I think really hard about it, I think it did sort of feel that way after all. I mean, all the revolutionary technology paired with the sheer branding power that is. I couldn't face the reality that the characters look absolutely. Well, don't beat yourself up over it. It can be two things. Everyone and their mom seems to worship. And at the same time, the characters do look shit. Nobody's at fault here. Not even designs are at fault. Ich verstehe nicht, was da die ganze Zeit zensiert werden muss. You are really something, Travis. Looks like you really are a crazed psycho killer after all. Kämpf ich jetzt im RPG-Style oder nicht? Fuck it. I'll follow your lead. Off to the world of RPGs. Also ich kämpfe jetzt wirklich in RPG-Style. Oder wie? Ah, ich darf mich auf jeden Fall wieder zurück ins Leben rufen. Okay, let's get deadly. Sonic Juice has not yet noticed. 2050, Batterie 150, beschwören, nix, Magie. Ich hab Feuer, Eis und Donner. Feuer! Ich hab keine MP. Der sieht stark aus. Aufladen. Toll, ich mach hier nur Scheiße. Aua. Der macht ja kaum Schaden. Ich hab natürlich Kraut. Zwei Schaden. Das macht jetzt wahrscheinlich Schaden. Warum habe ich Magie zur Verfügung überhaupt? Bahamut ist im Urlaub. Scheiße. Ich weiß nicht, wie das Kraut heilt. Ey, ganz ehrlich, jemand doch kommt Schaden! Sonic Juice Special Attack! Legendary Water! Ich glaube, nach dem nächsten Mal mit diesem Wasser muss ich mich heilen. Ich lade mal auf. Ey, jetzt mal im Ernst, kann ich einfach überhaupt nichts machen? Ich liebe RPGs. Aber ich würde gerne mehr Schaden machen. Null Schaden. Sonic Juice Special Attack. Legendary Water. Item. Wenn so der ganze Kampf abläuft, dann werde ich aber springen. Ich muss mich korrigieren, es ist komplett, nicht komplett eintönig. Ich kann Donner machen und mein Schwert damit verstärken. Und wie viel Schaden mache ich dann? 777. Ich glaube, so sollte ich eigentlich kämpfen. Und sonst dauert das ewig. Ich will nur noch gucken, kommt bei Eis irgendwas zustande. Nein, ich kann nur Donner machen.
Ja, während du so nach hinten ausholst, war ich Donner. Und danach heile ich einmal. Schön, dass ich es jetzt endlich verstanden habe, wie ich kämpfen muss. Sonic Juice Special Attack! Legendary Water! Aua. Ja, 777, ne? Hätte ich das früher gewusst, hätte ich von Anfang an so gekämpft. Ja, ich kann auch aufladen. Zack. Keine Ahnung, wie viel Treffer ich ihn so geben muss. Legendary Water. Der hat echt eine bestimmte Reihenfolge, ne? Einmal kurz aufladen. Nach dem nächsten Wasserangriff mache ich hier Heilung. Race. Irgendwann wird er umfallen, Leute. Okay, jetzt habe ich was Neues vom Kampf gezeigt. Ich werde mich jetzt nach der Attacke heilen und danach spielen wir wirklich, bis der Kampf mal endlich vorbei ist, weil wir sehen hier durchgehend hier nur den gleichen Ablauf. Das Einzige, was unterschiedlich ist, dass ich weniger Kräuter habe. Leute, er ist jetzt endlich mal tot. Ich habe den Hauptkampf jetzt rausgeschnitten, weil das hauptsächlich die ganze Zeit dasselbe jetzt war. Let's go. We're gonna push it to the limit. So this is the power of light. So, jetzt haben wir endlich den richtigen Bosskampf. Strawberry. Spin death belt. Chassis gravity death screw crusher death kick. Raspberry. Easy going. Obwohl das mit den RPG richtig geil war. Scheiße, ich wollte durchspringen. Lament your lack of power. Anti-gravity death force. Aua. Sonic Juice Special Attack Key. Death belt shower. Aua. Spin death throw. Ja, toll. So, wie überlebt man das? Ach, einfach am Rand stehen. Am richtigen, vor allem Ding. Aua. Ich wollte mich gerade heilen. Nee, ich muss den RPG-Kram nochmal machen. Das war nervig, ehrlich gesagt. Weil das einfach nur Zeitdiebstahl ist. Katze, Katze, Katze. Ach ja, stimmt. Ich habe vor dem Kampf Sushi gegessen und da war das das, was ich bekommen hatte. Man kann durchspringen.
Okay, rechte Seite. Man kann das so ein bisschen rauserkennen. Und tschüss. Tschüss, Sonic Shoes. Du warst eigentlich ein recht ordentlicher Kerl. Von der ganzen Truppe. Fuck off! Wait. What? I submit. I give up. I cannot fight pointlessly any longer. Begging for quarter, huh? So even mehr oder weniger. Have that sort of thing. There are people waiting for me on my planet. I cannot die yet. Fine, you're an interesting guy. Fu war dagegen. You fucking dick prince! You're getting soft, assassin. You can't beat me like that. You're too soft. Dir will ich den Kopf abschlagen. I've forgotten about all that old stuff. We're in different positions now. Whatever. Let's settle this here. Yeah. Looks like we've got the stage all set. Bring it! Der ist wütend. You will be stripped of the number one position. Do you still want to fight? I'll hold on to this bloodlust till the actual fight. Ich werde vor dem letzten Kampf ja auch noch eine Sammeltour machen. Congratulations. You have been recognized as number two in the galactic rankings. Next up. Müsste jetzt nicht von ihm die Frage kommen, warum? Ach ja, Entschuldigung. Number two was Paradox Bandit, but Prince Fu killed him. Deep down inside, it looks like he's sick of this conquest game. Travis, it means he's recognized you as a threat. He is scared of you. Oh yeah, I could feel it. That was some balls out bloodlust. I've never seen anything like it. He is waiting for you at Daemon Tower. What's that ship? I borrowed it. A certain benevolent third party said I could use it. Here's the copyright-related stuff. Thanks a lot, Yura-san. With that kind of technology, I could have come to this planet without full armor. This play of slaughter enters the final act. Round and round, Travis. Go round and round this hell of battle. Go round and round and round again. Oh, I almost forgot. It's time for my beach yoga appointment. Sorry, gotta go. Sylvia, I need to talk to you. Das wird wohl nix. War nur Rang B. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Tod damit was zu tun hatte oder hier. Ja, der Paradox-Bandit wurde ja von ihm umgebracht. Also haben wir eigentlich nur noch einen Bosskampf vor uns. Ja, dann wird jetzt ein Rangkampf-Video noch kommen, wo ich hier die vorgesehenen Kämpfe mache. Danach mache ich hier... Oh, ist ein neuer Trailer, oder wie? Oder nur neue Musik? Ebenfalls egal. Dann mache ich die Sammeltour. Die wird ein bisschen länger dauern. Und dann haben wir den letzten Bosskampf vor uns. Und dann habe ich das Spiel eigentlich durchgespielt. Am längsten wird wahrscheinlich die Sammeltour dauern. Auch wenn ich das beschleunige, damit es ein bisschen kürzer rüberkommt. Und ich da wahrscheinlich nicht reden werde. Das wird dann wirklich einfach nur ich sammel sein. Wird es ein bisschen dauern. Noah makes Miike perfect. He's even good at period pieces. Here it is. The big three period pieces. The best one has got to be 13 Assassins, right? After that, it's Ninja Kids. Harakiri,
Death of a Samurai is a masterpiece, too. The casting is amazing. Who's this cool-ass Japanese dude? Yeah, Takayuki is great. That sort of instability is awesome. Takayuki isn't acting. He's swimming in the sea of imagery. Kubota's gonna go places, too. Kubota? From Katai Investigator 7? That's one good ich kenne die Filme alle nicht. Nobuaki from Crow Zero 2 freaked me out. Shun is cool too, but Nobuaki. Die können zwar zensieren, aber die sprechen es trotzdem aus. Not enough can be said about Miike's delinquent movies. He totally gets the fine line between delinquent and Yakuza. The Yakuza and his delinquent movies are stand-ins for the world of grown-ups. He really burns depth and fear into his imagery. Fuck! Miike is so awesome! For reals. A bad chill. I haven't even started over your dead body yet. I'm gonna go outside real quick. Was ist draußen los? Paradox Bandit habe ich niemals bekämpft. Den hat Fu umgebracht. Naja, Leute, ich würde sagen, hier ist der heutige Part vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like gelassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.